Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wendy Böhlich. Ich möchte Ihnen heute das Kindersachbuch Herr Katz, Isolde und ich von Kerstin Wacker vorstellen, das 2015 im Wacker und Freunde Verlag erschienen ist, 56 Seiten umfasst und 19,95 Euro kostet. In dem Buch geht es um die Geschichte von dem Schulmädchen Amra, die aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Und das Schulmädchen liebt Bücher und liest gerne und ist frisch gebackene Cousine von Thies geworden. Und sie möchte gerne Thies erstes Lebensjahr in Bildern und Texten in einem eigenen Buch festhalten. Und nun fragt sie sich, wie stelle ich so ein Buch her? Und Kerstin Wack erklärt den Kindern Schritt für Schritt, fundiert mit vielen Sachinformationen und Erklärungen, wie so eine Buchherstellung funktioniert. Also von der ersten Idee, dem Recherchieren, Sammeln, was Lektorat, Layout und wie viel ein Buch kostet, wie man das Geld zusammenbekommt, was es für Papiersorten gibt, was für Schriftarten und so weiter, erklärt sie den Kindern die Buchherstellung. Auffällig ist dieses frische, poppige Design, die Illustrationen in dem Buch, die Kerstin Wacker hier hinzugefügt hat, also solche kleinen Rechnungen, Notizzettel und so weiter, sind so collageartig eingeschnitten. Sie spielt mit Schrift, da steckt ganz viel Details drin. Es gibt auch so Mitmachaktionen für die Kinder, die da drin in dem Buch enthalten sind, um die Kinder anzuregen, mal selber ein Buch herzustellen. Zum Schluss so eine Anleitung, die hier zu sehen ist, wie man so eine Fadenbindung macht. Es ist ein wunderbares Buch über die Buchherstellung. Da steckt ganz viel Liebe drin und ganz viel Engagement. Ich vergebe 5 von 5 Sterne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, Ihre Winke Böhnisch.